Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Inga Skala Art. Ich habe euch heute eine quadratische Leinwand mitgebracht. Die habe ich bereits auf einem Drehteller montiert und die erste Übung mit dem Ölstick war eigentlich nur eine kleine Fingerübung, um das Handgelenk zu lockern. Anschließend grundiere ich meine Leinwand mit zwei Farben, und zwar einmal mit dem natürlichen Sienna und mit dem warmen Grau. In dem einen Video hatte ich davon gesprochen, dass ich es mir hätte leichter machen können. Und zwar ist das Video, das hinterher eine abstrakte Erde gezeigt hat, wie man sie vielleicht aus dem Weltall erblicken könnte. Da hatte ich erzählt, dass man mit einem Tortenheber und einem Drehteller es leichter haben würde, runde Formen herzustellen. Und hierauf wollte ich einfach nochmal zurückgreifen. Als erste Farbe hatte ich mir das Türkisblau ausgewählt und war mit dem Farbauftrag noch ein bisschen vorsichtig, weil ich das mit dem Tortenheber so vorher noch nicht gemacht habe. Als zweite Farbschicht habe ich mir das helle Olivgrün ausgesucht, welches ganz wunderbar zu dem Türkisblau passt und teilweise auch schon eine Verbindung eingeht, was man dann an den gemischten grünen Stellen erkennen kann. Meine Vorstellung von dem heutigen Bild ist es, dass es rechteckige und runde Flächen beinhalten wird. Und ich aber noch keine genaue Vorstellung davon habe, wie das Bild letzten Endes aussehen wird. Ich werde mich also von dem Spiel mit verschiedenen Werkzeugen und verschiedenen Formen leiten lassen. Die nächste Farbe, die ich über das Türkisblau und das helle Olivgrün setze, ist eine Perlfarbe. Jedoch ist diese Perlfarbe sozusagen farblos. Es handelt sich hierbei um das Perlweiß. Das Perlweiß bietet einen wunderbaren Kontrast zu den vorher aufgetragenen Farben Sienna Natur und Warmgrau. Bei dieser letzten Bahn mit dem Perlweiß ergibt sich durch Zufall eine blau-grüne Linie, die ich mir gleich mit der nächsten Farbe, dem Reflexrosé, zunutze machen werde. In der Fläche mit dem Reflexrosé nutze ich jetzt die Tatsache aus, dass ich dort eine Linie habe, die dient mir als Ansatz für meine runde Fläche und dann kann ich mit dem Drehteller zwischendurch einfach die Richtung wechseln. Beim letzten Video hatte ich auch ein helles Rosa eingesetzt. Das war allerdings das Persischrosa. Und jetzt greife ich zu einer noch kälteren rosafarbenen Farbe. Und zwar ist das Hellrosa. Dieser helle, kalte Rosaton hat einen so hohen Kontrast zu dem Reflexrosé, dass ich ihn hier ganz einfach einsetzen musste. Da ich die Glättkelle für das Ziehen der letzten Bahn nicht gesäubert habe, entstehen jetzt bereits die ersten schönen Farbschlieren. Die Kombination, die ich mir jetzt ausgedacht habe, ist zugegebenermaßen recht gewagt. Es handelt sich hierbei um eine Kombination aus Braun und Rosa, wobei der braune Farbton transluzent ist, was ich mir hier zunutze mache, und deshalb lässt er sich mit dem Rosa auch sehr gut vermischen. Jetzt wechsle ich nicht nur die Farbe, sondern auch mein Werkzeug. Ich greife zu einem sehr schmalen Mahlmesser, mit dem ich auch schon kleine Rakelbilder hergestellt habe,
und ziehe jetzt erstmal ganz einfache Bahnen. Witzigerweise sieht an dieser Stelle das Bild so aus, als hätten wir einen abstrakten Sonnenuntergang und der Ball der Sonne würde gerade soeben das Meer berühren und wir haben auch noch eine Spiegelung dieses Sonnenballs unten in der blauen Fläche. An dieser Stelle erinnert mich das Bild gerade an den dritten Teil von Fluch der Karibik, wo es dann heißt, oben ist unten, das Schiff, die Black Pearl, wird zum Kentern gebracht und dann steht auf einmal alles Kopf. Nachdem ich einmal kurz abgeschweift bin, kehre ich jetzt wieder zu meinem Bild zurück. Das Schöne bei meinem ausgewählten Farbton, das ist das Preußisch-Blau Phthalo, ist auch hier wieder die Transparenz der Farbe. Das heißt, dort, wo die Farbe dicker aufgetragen wird, ist sie dunkler und dort, wo sie sozusagen ausgeblendet wird, sprich es ist nicht mehr so viel Farbe unter dem Werkzeug, wird sie nach und nach transparent und heller. Die Farbschlieren, die jetzt mit diesem Werkzeug entstanden sind, gefallen mir so gut, dass ich das Bild noch einmal drehe und quer dazu ein, zwei Bahnen rakel. Es ist mal wieder Zeit für eine Perlfarbe, diesmal jedoch nicht in Anlehnung an das Blau, sondern in Anlehnung an die Farben in Rosa und Reflex Rosé. Und deshalb habe ich zu dem Perlrot gegriffen. Von diesem Ton aus gelange ich dann gedanklich zu dem Reflex Rosé, welches als Eyecatcher auf dieser wunderbaren blauen Farbe funktionieren könnte. Dazu setze ich die Farbe an, stelle fest, dass mir das richtig gut gefällt und rakel dann in Stücken eine ganze Bahn, weil ich weiß, dass Reflex Rosé transluzent ist. An dieser Stelle hatte ich zwei Optionen, entweder das Titanweiß oder aber das Titanbuffhell zu benutzen. Und weil ich grundsätzlich hier einen harten Kontrast haben wollte, habe ich mich für das klare und kalte Titanweiß entschieden. Bei dem Rechteck, welches ich jetzt herausarbeite, mischt sich das Titanweiß ganz wunderbar mit den bereits vorhandenen Farben zu diesen wunderbaren Farbschlieren. Nachdem ich jetzt ein bisschen detaillierter die rechteckige Fläche herausgearbeitet habe, finde ich, dass sie noch einen Abschluss braucht. Und diesen Abschluss stelle ich mit dem Perlblau her. Ohne das Werkzeug zu säubern, gestalte ich dann auch noch auf der diagonalen gegenüberliegenden Seite eine weitere kleine Fläche. Diese Szenen habe ich absichtlich in die Video gelassen, weil sie sehr schön zeigen, wie ich mir das Bild angucke und mir überlege, was und vor allen Dingen an welchen Stellen diesem Bild eventuell noch etwas fehlen könnte. Wie ihr sehen könnt, habe ich mich danach dann dazu entschieden, mit dem Reflex Rosé
als oberster Farbschicht Akzente zu setzen. Jetzt zeige ich euch das abstrakte Acrylbild im nassen Zustand einmal aus der Nähe und ihr könnt sehen, dass es Stellen gibt, an denen ihr noch bis auf die Hintergrundfarbe gucken könnt. Es gibt zwar sehr wenige Inseln, aber dafür gibt es auf diesem Bild sehr viele farbenfrohe und schöne Farbschlieren. Die Akzente in Reflex Rosé sind natürlich jetzt sehr leuchtend. Sie werden allerdings auf dem Bild im getrockneten Zustand dunkler auftrocknen. Da ich neulich gefragt worden bin, wie man denn diesen Glanz wiederherstellen könnte, kann ich nur sagen, dass man ein Firnis machen kann. Das heißt, man hat die Möglichkeit, das Bild zu versiegeln. Das kann man mit matten Firnis machen oder mit glänzendem Firnis. An dieser Stelle würde ich dann ein glänzendes Firnis vorschlagen. Da ich aber die Farben in ihrer Natürlichkeit so liebe, wie sie auftrocknen, und jede dieser Farben hat einen anderen Trocknungscharakter, möchte ich das Bild nicht unter einer einheitlichen Schicht begraben. Zum Schluss habe ich euch das Bild einmal an der Wand aufgehängt, sodass ihr es in einem anderen Licht sehen könnt. Die dunklen Partien sind sehr schön dunkel, die hellen Partien leuchten und ich liebe diese Farbschlieren, die so wunderbar viele Farbanteile und verschiedene Nuancen aufweisen. Ich danke dir fürs Zusehen, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich unheimlich über ein Like von dir. Ein Kommentar ist herzlich willkommen. Und dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.